Sambo mit Yamadou von Coop. Everything about you, I couldn't do without you. Whenever you near me, all my days are on the bright side. But when I'm not around you, I have to find the way to be with you each night and every day. Love for a while. Das Lied kennst du wahrscheinlich auch schon. Das ist das Lied, das wir als Schweizer in Eurovision Song Contest schicken. Der riesige europäische Songwettbewerb gesungen von der Samantha Anna Rossinelli in ihrer Band. Herzlich willkommen in Mainz zusammen. Hallo. Jetzt, Anna, jetzt geht es noch einen guten Monat, bis ihr auftretet. Millionen Publikum haben es. Ist eine fiese Frage, aber sind ihr schon nervös? Klar, ja. Also, ich wäre von jedem Auftritt ein bisschen nervös, aber dort wird es sicher besonders schlimm sein. Und inwiefern merkst du es jetzt schon, dass du nervös wirst? Ja, einfach irgendwie so ein bisschen zappelig, merkt man so ein bisschen unruhig, wenn man so daran denkt. Irgendwie wird es einem so manchmal flau im Magen. Aber es kommt gut. Positiv nervös? Positiv Vorfreude nervös, aber auch? Ja. Vor allem sehr viel Vorfreude, ja, weil ich möchte jetzt endlich, dass es mal losgeht. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest den Daumen für den Auftritt am Eurovision Song Contest am 10. Mai, dann Halbfinale in Düsseldorf in Deutschland. Dann und ihre Band, die haben ihren eben ersten grossen Auftritt noch vor sich, in einem guten Monat. Ein Star, ein Sänger, hat seinen grossen Auftritt heute zu oben schon in Zürich, der Justin Bieber. Und der Magnus weiss mehr zum Justin. Ja, ich nehme an, dem Justin Bieber ist euch ein bisschen flau im Magen, wenn er da von Zehntausenden von Zuschauern im Zürcher Hallenstadion singt. Und man muss es sagen, auf zambo.ch ist wirklich das Justin Bieber ausgebrochen. Es schreiben die Mädchen und Buben Kommentare, wo so viel O dran haben, sie kreischen förmlich. Zum Beispiel schreibt das Zambo-Mitglied, der Karate Sarah, ich liebe ihn so. Und der Step to Step, er schreibt, oh, er ist so cool, ich freue mich auf das Konzert und zwar mega. Er ist so toll. Die Vivienne, sie ist Zambo-Zuschauerin und sie ist dank am Zambo an einem Wettbewerb, den wir gemacht haben, heute am Nachmittag den Justin Bieber treffen. Momentan wahrscheinlich noch dran, wie das Treffen vonstatten gegangen ist, wie die Fotos geworden sind, was sie sonst noch mit dem Justin Bieber angestellt hat. Das verratet sie uns heute Abend im Radio, im Zambo, auf deren 1 nach der 7. Freue mich, wenn du dann auch mit dabei bist. Und jetzt weiter mit Anna. Merci Magnus, nimmt mich auch Wunder, was sie mit Justin angestellt hat. Wir haben sie so in der Mai-Zambo Ecke bequem gemacht. Anna, «In Love for a While» heisst euer Beitrag zum Eurovision Song Contest für die Schweiz. Tretet ihr dort an. Träumen wir von diesem Lied schon manchmal, weil das so ein Ohrwurm ist und das wahrscheinlich einfach im Moment einfach nur das Thema ist, wenn es um den Eurovision Song Contest geht? Also träumt habe ich noch nie davon, aber es läuft mir sehr oft noch. Da kriegst du es nicht aus dem Ohr weg. Geht es vielleicht manchmal ein bisschen auf die Nerven? Ja, also es ist einfach, wenn man es irgendwie so 10 oder 15 Mal dann singt an einem Tag, dann ist man dann schon froh, dass man es einmal zu oben nicht nur auf dem iPod muss hören muss. Gut, also ich halte mich zurück mit der Frage, weil ich weiss, wir haben noch zwei Kinderreporterinnen hier. Fabienne und Zarina, hallo zusammen. Hallo. Ihr zwei haben ja auch eine Handvoll Fragen für die Anna und ihre Band vorbereitet. Fabienne, möchtest du schon mal anfangen? Wann hast du deine Liebe zum Singen entdeckt? Das ist schon recht früh hat das angefangen. Ich glaube, ich war so 7, 8, 9 gewesen. Ich habe immer so Videoclips geschaut und Sängerinnen nachgesungen und habe dann mich auch manchmal aufgenommen dabei. Und dann bin ich in so Musikklasse in spezielle und das ist dann immer so weiter. Oder in einen Chor bin ich dann auch noch gegangen. Und dann mit 15 bin ich dann mal in die erste Band gekommen und so ist es irgendwie immer weitergegangen. Und wie bist du dazu gekommen, einen Song zu schreiben? Also der Song hat ja David Klein geschrieben. Das ist der Komponist von diesem Song und er hat mich eigentlich gefragt, er hat uns auf der Strasse gesehen, wo wir Strassenmusik gemacht haben, und hat uns dann gefragt, ob wir diesen Song singen wollen. Und dann habe ich gefunden, ja, eh. Wer ist dein Vorbild? Vorbild habe ich recht viele. Also ich finde Adele toll. Kennt ihr die? Ja. Yeah. Hast du schon gehört, gell? Die ist so ein bisschen jetzt so ein bisschen in. Dann Gossip finde ich auch cool. Dann Aretha Franklin, das ist so ein bisschen eine ältere, also von früher noch ein bisschen. Und James Brown, so auch so ein bisschen älter, ja. So. Vielleicht Vorgang Georg und Manuel, was sind eure Vorbilder musikalisch gesehen? Fällt dir gerade jemand ein? Prince zum Beispiel. Großes Star aus den 80er. Kennt ihr den noch?
Nicht Purple Rain hat er gesungen zum Beispiel. Ist ganz bekannt gewesen. Das ist schon lange her. Ja. Bruno genau. Mars natürlich. Der vielleicht ein bisschen bekannt. Bei ja, George Benson. Genau. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Nein. Bob Marley. Den kennen wir. Gut, also eben, Anna Rossinelli und ihre Bands haben ihren grossen Auftritt noch vor sich. Wir wollen nicht nur über die Zukunft reden mit euch. Wir wollen auch ganz kurz nochmal in die Vergangenheit zurückschauen, in den Dezember letztes Jahr, wo das rausgekommen ist, dass ihr an Eurovision Song Contest dürft. Unser Star für Düsseldorf 2011 heisst Anna Rossinelli! Da hören wir nochmal ein Quartett von Anna Rossinelli. Anna, da haben wir ein Schriftlet für dir heim. Anna Rossinelli! Ein Wahnsinnsmoment. Ich habe gemerkt, ihr seid alle selber völlig baff gewesen. Ich bin auch so da gewesen. Bin ich das? Ich bin angesprochen. Nein, ja, es ist schon sehr komisch, weil man hat wirklich nicht damit gerechnet. Aber wieso denn nicht? Ich meine, ihr habt so einen mega Ohrwurm dort gesungen. Wieso denn nicht? Ich meine, die Chancen sind ja trotzdem gut gewesen. Ja, aber irgendwie denkst du dann trotzdem nicht, wenn 12 Leute auftreten und wir sind ja nicht wirklich... Also sind eigentlich vorher eher nicht so zu den Favoriten, haben wir gehört. Okay, jetzt war dann bei der Jury, dann haben dann doch oft unseren Namen gesagt. Aber irgendwie war es trotzdem total überraschend. Ja. Fabian, Sarina, ich weiss, ihr habt noch eine volle Ladung parat von Fragen, die ihr noch möchtet abladen. Darum dürft ihr wieder also, weitermachen. Wie habt ihr Anna kennengelernt? Bei mir ist es schon recht lange her, etwa 8 Jahre. Da ist Anna mal bei mir in einer Band vorsingen. Das ist aber eine andere Band als das jetzt. Und wir haben sie natürlich sofort wollen. Und seither machen wir eigentlich fast permanent zusammen Musik. Und du? Ich habe sie in eurer Band habe ich sie das erste Mal gesehen. Und der Georg und ich haben eben zusammen auch eine Band gehabt. Und irgendwann haben wir gefunden, es war eine Instrumentalband, die niemand gesungen hat. Und dann haben wir gefunden, Anna könnte doch einmal ein Lied singen zu uns. Und dann haben wir, aber zu fünft etwa sind wir gesehen, gell? Haben wir mit ihr ein paar Songs gemacht und irgendwann haben wir gefunden, jetzt machen wir die dritte Band. Und jetzt spielen wir zu dritt. Also nicht nur für den Eurovision Song Contest, für das Lied, eine Dreierband, auch wirklich auch sonst. Mhm. Okay, Sarina? Hat Spass gemacht, also das Musikvideo drehen, weil ich es gesehen habe und das ist richtig toll. Das ist cool. Ja. Ich habe es mega cool gefunden. Wir haben sehr viel, also wir haben wirklich, ich bin mit ganz vielen Freundinnen in Wohnungen gegangen und habe all ihre Möbel genommen, weil das Haus ist ganz leer gestanden. Wir haben das ein bisschen müssen wohnlich gestalten und es hat sehr Spass gemacht. Es war auch sehr anstrengend gewesen, weil dort ist wirklich, glaube da, also dort haben wir es glaube etwa 100 Mal gesungen. Weil du bist wirklich, also das ist, also der CD-Player einfach repeat, repeat und nochmal und nochmal und du bist irgendwann so dort, so, kannst nicht mehr, aber man muss es halt trotzdem und eine gute Stimmung halt. Nein, aber es war toll gewesen, weil ganz viele Freunde vom Videoclip, also all die Leute, die du dort siehst, sind alle irgendwie mit uns vernetzt. Also seine Eltern sind auch drin, zum Beispiel im Videoclip oder ganz viele Freunde von mir. Anna, Georg, Manuel, merci vielmals, sind ihr da gewesen. Danke auch. Wir hören euch jetzt nochmal live. Wir drücken auf jeden Fall die ganze Zusammenarbeit sicher mindestens ganz fest den Daumen für den Eurovision Song Contest am 10. Mai. Toi, toi, toi. Danke vielmals. Merci für den Besuch. Danke auch euch. Tschüss. Und während Anna und ihre Band sich nochmal bereit macht, um nochmal einen Song bei uns live zu spielen, möchte ich euch zwei nochmal Dankeschön sagen. Fabian, Sarina, merci, sind ihr da gewesen. Hat es Spass gemacht? Ja. Super. Kommen wir mal wieder. Alles klar, dann euch auch einen ganz schönen Abend. Und ich hoffe, auch dir hat mein Zambo Spass gemacht heute. Mehr Musik gibt es nachher bei uns auf DRS1 im Radio. Stellen wir dir die neuesten Zambo-Charts vor. Das bei Magnus. Jetzt einmal viel Spass mit der Anna Rossinelli und ihrer Band. Into your eyes, and when I saw your smile, I knew right from the start life is good for a while. Romance comes and goes, but the love like ours is here to stay each lovely night and sunny day. I love everything about you. I couldn't do without you. Whenever you're near me, on my
around.